Ich liebe es zu verreisen, aber jedes Mal habe ich dasselbe Problem. Make-up muss verstaut werden, Schmuck muss verstaut werden, Haarprodukte, Pflegeprodukte für die Haut und unterschiedliche Beutel fliegen in dem Koffer rum. Das wollte ich jetzt ändern. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach dem perfekten Make-up oder Kulturbeutel. Und ich glaube, dass das für euch auch sehr spannend ist, denn es sind einige tolle Produkte dabei, wo ich sage, das braucht ihr auch. Bevor es aber jetzt mit den Bags losgeht, habe ich noch einige Tipps und Tricks für euch. Einmal ist es so, dass ich am liebsten mit solchen Paletten verreise. Da ist ein Bronzer drin, da ist ein Puder drin, da ist ein Rouge drin, ein Highlighter und hier die Lidschatten. Oder ihr nehmt euch kleine Mini-Paletten mit. Bei den Mini-Paletten müsst ihr darauf achten, dass vielleicht jetzt Farben drin sind, wo ihr einen Rouge oder einen Bronzer verwenden könnt. Oder ihr nehmt eine große Palette mit. Schaut in der Drogerie einfach danach, ist da ein Bronzerton drin, ist ein Rouge-Ton drin, ist ein Highlighter-Ton drin. Oder wie gesagt, dass ihr das halt einfach zweckentfremdet. So, weiter geht es. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr verreist. Ich fülle mir am liebsten Shampoo und Spülung und solche Sachen ab. Aber denkt dran, schreibt euch einfach drauf, was drin ist. Denn oft ist es so, am Urlaubsort überlegst du dann, was habe ich denn da nochmal abgefüllt? Vielleicht erkennst du es an der Farbe, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Dann geht es weiter. Ja, Parfum zum Beispiel. Da nehme ich jetzt kein großes Parfum mit, sondern schaue, dass ich also entweder über das Jahr etwas sammle, dass ich unterschiedliche kleine Flakons habe oder was auch noch ein toller Tipp ist, es gibt auch die Möglichkeit, das abzufüllen und dann sprüht man das in so einen Zerstäuber und das Ganze kommt dann so mit und ihr könnt das mit in den Urlaubsort nehmen. Wie macht ihr das mit Schmuck? Bei Schmuck ist es so, dass ich den Schmuck in kleine Säckchen packe. Diese Säckchen haben den Vorteil, dass das also hier sich nicht so stark verheddert. Oder ein anderer Tipp wäre, das in Klarsichtfolie oder Alufolie einzupacken. Reisegrößen natürlich. Also meine Reisegrößen, die ich liebe, das sind die Sachen, die ich auch sonst immer benutze, ist Jepoda. Die haben also jetzt hier zum Beispiel kleinen, diesen Kalmbalm. Da kann ich mein Make-up lösen. Oder ich kann, das fand ich auch total süß, jetzt hier diesen Double Bubble. Da kann ich das Make-up lösen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die kleinen, ganz süßen Seren, die nehme ich dann mit. Da entscheide ich mich, da gibt es also drei, da entscheide ich mich, was möchte ich mitnehmen. Manchmal nehme ich auch zwei mit. Oder wie gesagt, also wenn es jetzt ein längerer Urlaub ist, kann man natürlich auch drei mitnehmen. Ja, dann gibt es hier noch zum Beispiel von Jepoda The Mist Have. Das sprühe ich auf und da auch nochmal ein extra Tipp. Wenn ihr zum Beispiel das Setting Spray nicht mitnehmen wollt oder das Fixing Spray, könnt ihr das auch sehr gerne nachher nach dem Make-up und dem Puder aufgeben. Falls ihr daran Interesse habt, also diese Produkte, die gibt es jetzt gerade auch aktuell mit Dunja 30% auf alles. Ich habe sie mir selbst besorgt, meiner Tochter schon geschenkt und wir sind versorgt für den Urlaub. Ja, weiter geht's. Kleine Babygrößen zum Beispiel. Hier haben wir jetzt so eine Augencreme, so eine kleine. Entweder könnt ihr euch das abfüllen. Solche kleinen Behälter gibt es auch in der Apotheke, sehr günstig. Oder wie gesagt, ihr schaut, dass ihr euch bei der Kosmetikerin oder bei Douglas, wenn ihr unterwegs seid, mal so kleine Proben schenken lasst. Überhaupt kleine Proben, ganz ehrlich, ich sammle das ganze Jahr. Und zwar gibt es Masken, es gibt Augenpflege, es gibt Creme und. Solche Sachen, die helfen euch natürlich auch, wenn ihr nur mal 2 Tage verreist seid. Oder ihr fliegt mit Handgepäck zum Beispiel. Dann kommt es ja wirklich darauf an, dass ihr halt nicht so viel Kilos macht. Ja, jetzt schaue ich mich mal um. Ich glaube, soweit habe ich alles erstmal erzählt. Und da fällt mir noch ein. Tesafilm. Wer jetzt wirklich größere Produkte haben möchte oder mitnehmen möchte, weil er vielleicht länger auch verreist, der sollte immer erstmal alles mit Tesafilm oben am Verschluss umwickeln. Ich habe oft schon das Problem gehabt, entweder packe ich das nochmal zusätzlich in einen Beutel oder wie gesagt, ummantel das mit Tesafilm und so kann mir das auch nicht auslaufen. Denn das ist super ärgerlich, wenn das zwischen euren Kleidern liegt oder der ganze Kulturbeutel dann voller Shampoo ist. Natürlich auch mitnehmen, denn der Rückweg, da hat man meist noch was übrig. Das wollen wir ja auch jetzt nicht am Urlaubsort lassen. Manche machen das, aber ich nehme dann auch gerne schon mal Tesafilm mit.
So, und jetzt kommen wir zu den Taschen. Das war meine erste Auswahl. Den habe ich bei Amazon bestellt und ja, der ist vegan. Der hat eine sehr, sehr tolle Farbe, ist super stabil. Kannst du auch als Köfferchen so nehmen. Und das ist der Inhalt. Super toll hier drin, dass du diese unterschiedlichen Abteilungen machen kannst. Du kannst es auch rausnehmen und kannst dir das halt anders versetzen. Und es sind noch zwei andere kleine dabei. Was ich auch ganz toll finde, hier oben, das ist also für Pinsel zum Beispiel. Oder da könnte die Zahnbürste rein, da könnte aber auch ein Kamm rein. Und hier neben an der Seite, seht ihr, ist nochmal ein schönes Fach, wo ihr euer Make-up auch noch reingeben könnt oder vielleicht kleinere Produkte oder etwas für die Haare. So, das Ganze ist super stabil, muss ich sagen. Den fand ich ganz, ganz toll und ja, hat auch eine sehr schöne Qualität, ist abwaschbar. Das war so mein erster Vorschlag. So, mein zweiter Vorschlag, das nehme ich für Make-up. Und da muss ich sagen, meine Tochter spekulierte schon darauf, aber ich glaube, entweder muss er nochmal bestellt werden oder ich nutze den jetzt erstmal. Und zwar schaut euch das mal an. Ihr habt die Möglichkeit, hier innen drin eure Pinsel reinzugeben. Dann habt ihr hier noch eine ganz kleine Tasche. Und in die Tasche können kleine Sachen rein. Da könnte zum Beispiel Kajalstifte rein oder die Wimpernzange oder eine Pinzette. Und hier neben an der Seite außen habt ihr auch noch eine kleine Möglichkeit mit so einem Kreppverschluss. Und dann könnt ihr noch an außen noch mal was reingeben. Das Ganze zieht ihr so zusammen. Den Beutel, den könnt ihr auch aufhängen. Und wie gesagt, das Allertollste ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Hotel seid oder ihr habt nicht viel Platz oder ihr schminkt euch zum Beispiel jetzt ja, vor einem Spiegel, vor einem Waschbecken, dann könnt ihr alles so auseinanderziehen. Das zeige ich euch jetzt gleich im Video. Da habt ihr griffbereit direkt euer Make-up. Also das finde ich super. Dann etwas für diejenigen, die ganz viel mitnehmen wollen. Da gehöre ich allerdings dazu. Und zwar, das ist ein ganz, ganz toller Beutel. Der bleibt von alleine stehen. Der hat also eine Farbe, wie heute die Badezimmer in der Regel auch ausgestattet sind. Wird ja sehr viel in Grau und Schwarz und Weiß eben wieder gemacht. So, der ist sehr neutral. Und was super ist, ihr könnt zum Beispiel auch verreisen mit Kindern. Das heißt also, hier könnte man zum Beispiel von dem Partner oder von dem Kind eben selbst eine Pampers-Paste rein für die Jungen unter uns. So, dann ist einmal hier die Möglichkeit, der mittlere Bereich, da kann Make-up rein. Dann kann hier zum Beispiel alles rein für die Haare. Lockenwickel, Föhn, Lockenstab, passt alles super rein. Und hier könnt ihr dann Make-up oder andere Sachen oder für die Haare was reingeben. Das Ganze wird dann komplett hier einmal zugemacht und ihr werdet gleich staunen, was ich da alles reingepackt habe. Das ist unglaublich. Das ist ein richtiges Raumwunder. Der Vorteil bei dieser Tasche ist auch noch, dass ihr die halt in die Waschmaschine werfen könnt und dass man sie waschen kann. Das ist bei den anderen so, die sind wasserfest, aber man muss es natürlich wieder so per Hand reinigen. Also das fand ich auch eine super, super Lösung mit diesen zwei Taschen in einem, zwei Kulturbeutel in einem. Ihr sucht nicht, habt alles parat, könnt es hinstellen, super. So, dann hier eine kleinere Tasche. Die ist auch geeignet für die Männer zum Beispiel. Und zwar habt ihr einmal hier die Möglichkeit, oben ein kleines Fach. Dann gibt es hier so ein kleines Spiegelchen noch. Hier könnt ihr zum Beispiel einen Rasierer reingeben oder ihr könnt eure Pinsel reingeben. Das ist nochmal geschützt. Dann wird das erstmal verschlossen. Hier oben kann Make-up rein. Das habe ich euch im Film jetzt auch mal gezeigt, was da alles rein kann. Und die Tasche, die kann man dann auch noch mal unten öffnen. Ihr seht das. Und hier unten ist noch ein wirklich großer Bereich, um komplett das ganze Make-up reinzugeben. Hier in dieses Netz könnt ihr zum Beispiel Pudersachen reingeben. Also zum Beispiel euer Gesichtspuder, wenn ihr Lidschattenpuder habt, damit das halt jetzt hier nicht so rumfliegt und ein bisschen stabiler und fester ist. Also die Tasche ist jetzt nicht so groß im Verhältnis, aber ich sage jetzt mal, um jetzt zum Beispiel hier nur Make-up zu transportieren oder wie gesagt, die Kinder sind unterwegs, der Mann ist unterwegs, das ist auch super. Die brauchen ja nicht so einen ganz großen Kulturbeutel. So, und jetzt habe ich einen, da muss ich sagen, finde ich auch super gut. Der
ist zum Aufhängen. Der ist natürlich ein bisschen pflegeintensiver, weil er sehr hell ist, aber den gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farben. Und ich weiß, meine Tochter hat schon darauf abgesehen und ich weiß, dass sie den gern haben möchte, denn der ist wirklich super. Und zwar habt ihr einmal die Möglichkeit hier von einem Beutel. Das Gute ist, dass das auch alles wasserfest ist. Dann habt ihr unten nochmal ein Netz, da kann sehr viel verstaut werden. Dann habt ihr eine riesengroße Innentasche, was auch super ist für größere Produkte. Dann hat es hier nochmal so Gummibänder für kleinere und hat hier einen Riesenbereich. So, dann kann die Tasche hier wieder zugemacht werden, kann wie gesagt aufgehängt werden und hat hier vorne, ich hoffe, dass ihr das jetzt so sehen könnt, nochmal ein Fach. Also das ist auch wirklich ein Raumwunder. Da können zum Beispiel Produkte für die Haare, es könnten zum Beispiel Haarspangen, Haarreifen, das passt hier alles rein. Und der Clou ist, das Ganze kann man auch noch umdrehen. So, und von hinten ist es also so, dass man die Tasche auch nochmal aufmachen kann. So, hier können jetzt Pinsel rein oder auch, wie gesagt, eine Bürste, Zahnbürste, alles hier rein. Und da ist nochmal ein Riesenfach für euer Make-up. Und das Gute ist, ihr seht natürlich, was da drin ist. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch einer meiner Favoriten. Hier vorne geht es zu. Ihr habt eine super schöne Tasche, die ihr so mitnehmen könnt. Und wie gesagt, alles griffbereit. Also hier passt tatsächlich alles rein. Das waren jetzt 5 tolle Kulturbeutel und ich denke, für euch ist auch was dabei. Warum habe ich mir die besorgt? Einen nehme ich mit nach Mailand, denn ich werde einen Vlog für euch machen dort. Ich nehme euch mit zum Shoppen und ich nehme euch mit für Haare, Make-up, Styling, denn da gibt es tolle neue Sachen und die Italiener, die sind wirklich uns immer etwas voraus. Ja, und wenn euch das interessiert, schreibt mir das auch nochmal unten in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Abonnieren ist kostenlos, denn einige haben das noch nicht getan und ich würde mich super darüber freuen. Ansonsten besucht mich auf Insta und ich sage einfach Dankeschön. Bis ganz bald, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!